Selbstständig und Baufinanzierung. Oh, das ist schon mal gut, dass das gefragt wird. Auf jeden Fall ist es ein Fehler, als Selbstständiger anzunehmen. Genauso leicht hat wie jeder Angestellter. Das ist also in der Tat, wir Selbstständigen, ich zähle ja auch zu den Selbstständigen, sind Menschen zweiter Klasse und von den Banken nicht wirklich gewollt. Also für jeden Selbstständigen meine Empfehlung, um diesen Fehler zu vermeiden, planen Sie für Ihre Finanzierung mindestens 3, 4 Monate zusätzlich ein, beziehungsweise halten Sie Ihre Unterlagen auf dem neuesten Stand. Das heißt, aktuelle betriebswirtschaftliche Analyse, Steuerbescheid, Steuererklärung sollten in so einem Fall maximal ein halbes, dreiviertel Jahr alt sein.